Hallo und willkommen zurück hier bei Outward. Hallo zusammen. Ja, immer noch Schneegestöber. Immer noch auf der Suche nach was suchen wir eigentlich gerade? Was hat die Quest nach gesagt? Nach dem Räuberlager. Oder nach dem Lager der Wolfsbande. Wolfsrudellagerbande. Wolfsbandenrudellager. Wir suchen Wolfgang, Wolfram und Winfried. Ja, Winfried genau. Fällt ein bisschen aus der Reihe, aber Winfried hat sich eingeheiratet. Winfried war kein Wunschkind. Der Winnie. Ja, die Wölfis haben immer den Winnie gemobbt. Oh, so war das. Und womit? Mit Recht. Du hustest. Ich huste übrigens. Denk dran, muss ich mal kurz buffen. Bitte den Ellbogen vor den Rüffel. Ja, ja, jetzt entspannen Sie sich mal, ja. Ja, weiter geht's. Ich habe schon Tee genommen, aber trotzdem huste ich. Das ist ja fies. Ja, es ist ja auch sackekalt hier. Ich mach mal die Laterne an, vielleicht bringt das was. Macht die nicht auch warm? Das weiß ich nicht. Zumindest am Hintern. Guck, das ist nämlich eine Arschwärmlaterne. Bei dir wärmst du den Kopf und bei mir den Hintern. Und wenn mein Arsch warm ist und dein Kopf, dann können wir mal die Rucksäcke tauschen. Das wird das Lager sein hier, ne? Warte mal, ich guck mal auf die Map. Hätte ich vermutet jetzt. Ich denke jetzt so. Eher, das ist die verlassene Festung. Oder ist das sieht doch eher oben? Wie so ein Räuberlager aus. Könnte auch sein. Ich spiegel mal kurz rein. Sehen tue ich niemanden. Ich glaube, hier sind wir schon mal vorbeigelaufen. Die sind doch alle da unten, oder? Da sehe ich auf jeden Fall einen. Zwei. Die sehen aber so ein bisschen aus wie diese Wolfs-Heinis, ne? Ja, ja, die können auch zaubern, ne? Denk dran. Ja, ja. Weiß. Meinst du, wir sind hier richtig oder meinst du, wir müssen weiter? Ich glaube, wir könnten hier richtig sein. Lass uns mal einen Platt machen. Oh. Ja. Er fängt schon an zu zaubern. Ja, ja, ich sehe es. Warum denn? Warum denn zu mir? Oh, da kommt noch einer. Ja. Guck, da, okay, einer ist tot. Oh, ich bin auch tot. Zwei sind tot. Warum gehen die denn auf mich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich so ein Rune-Knight-Ding. Rune-Knight-Ding? Ja, sie sind neidisch auf deine schönen Runen. Ja, das ist ja eine Scheiße hier. Bin ich ja sowas vom am Arsch. So war das nicht geplant, ne? Ich schmeiß mal meinen Heiltrank rein. Bringt mir das was? Nee. Jo, geil. Also, ich buff mich mal. Meine ganzen Buffs sind ja weg. Ach ja, schön. Nicht. Hilft das Feuer hier? Ja. Hilft das, ja? Ja. Ich höre es auch irgendwo kämpfen, aber... Ja, ja, ich auch. Aber das ist mir eigentlich gerade wurscht. So, da ist eine schöne Truhe. Aber das Gute ist... Her. Okay. Das Gute ist... Das Gute ist, meine Erkältung ist weg. Stimmt. Aber dafür habe ich nur noch 40% Leben. Nein, ist nicht auffüllbar. Das wäre die Frage gewesen. Was ist jetzt eigentlich hier mit dem Schreckensgroßschwert? Kannst du das jetzt oder was? Ich habe doch gesagt, ich weiß es nicht. Dann guck doch mal. Kannst du das nicht gucken irgendwo? Warte. Ach, warte, warte. Ich gebe dir jetzt einfach, wenn du sie lesen willst, steht doch da, ob du es kannst. Ja, zack. Bitteschön. Schön. Jep, ich kannte es noch nicht. Okay, hier sollen wir die Zünder sabotieren. Das machen wir. Hier sind keine. Geh mal da hoch. Hier. Also in den Zelten sind schon mal keine Zünder.
Gebäude hier kann man... Was sind das am Eingang links? Kann man scheinbar nicht rein. Okay, hier ist alles zugenagelt. Dahinter ist auch nicht. Außer eine blöde Sackgasse. Verdammt. Cool, ich habe einen Garten gefunden mit einem Purpurkürbis. Oh, nice. Oh, drei sogar. Oh. Was ist? Ich bin beim Treppelaufen runtergefallen. Bin mal wieder besoffen, weißt du? Ich dachte, du wirst angegriffen oder so. Nee, nee. Oh, ein Kazitenskutum. Was ist das? Fügt bei Schildangriff Schwächen zu. Es ist ein Schild und eine Verzauberung leicht wie Wind, habe ich gefunden. Und noch dies und das. Okay. Oh, nett. Nett, nett. Also hier in dem Lager scheint irgendwie aber nicht zu sein, ne? Ja, vielleicht ist es doch noch nicht richtig hier. Ich wärme mich nochmal kurz auf. Ach, wahrscheinlich ist es das da im Norden, oder? Mit dem großen Verlassen. Turm. Was? Im Norden? Ja. Alter Bunker oder was? Hä? Was? Nein, guck doch jetzt einfach hier in Richtung Norden. Das sieht doch auch so ein bisschen nach Räuberlager aus, da oben. Das ist aber Richtung Süden, wohin du guckst. Also bei mir steht dann N wie Nord. Hä? Wenn du in die Richtung guckst, wo dieser Steinturm mit diesem Runddach ist. Da, wo ich stehe, wenn du in meine Richtung guckst, dann ist bei mir Norden. Ach, das da mit dem Turm meinst du? Weil da hinten ist auch ein Turm, deswegen... Deswegen war ich kurz verwirrt. Ja, ja, aber ich habe nur den Turm gesehen und der war nicht Richtung Norden. Also hätte es ja auch sein können, dass du dich irrst. Was ja schon häufiger vorgekommen ist. Naja. Das ist da oben das Lager, oder? Da, wo es Feuerle ist. Ja. Oh, hier wäre ein sicherer Schlafplatz. Was hältst du davon? Einiges. Dann sammle ich mal den Weizen hier noch. Erstmal mach ich mal ein Lagerfeuer, ne? Ich fülle währenddessen mal meine Lampe auf. Lagerfeuer. Hast du oder soll ich? Ja, ja, gleich. Musst du erst eins herstellen. Ah, ich habe drei hergestellt in der Zeit. Ich bin handwerklich sehr begabt. Ja, ja, ja. Wo ist mein Zelt hin? Ah, da. Das ist immer voll fies, wenn sich die Reihenfolge verändert, ne? Mhm. Ach, Mann, was tust du denn? So. Ja, mach das nett an. Doch, mach ich. Das hast du gut gemacht. Wie von Zauberhand? Gemacht. Du bist Scherzkeks. Wie von Zauberhand hast du das gemacht? Krass. Du Scherzkeks. So. Gutes Nächtle, gell? So, wie viel Energie? Ich würde sagen, so 4 Stunden wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Eieiei, eine Odyssee hier. Mit der Quest. Mhm. Ach, ich mag die Questreihe an. Ich finde die eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wann die 20 Tage ablaufen. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, oh, ich guck mal, welchen Tag wir haben, damit wir es im Blick behalten, aber ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben locker noch 10 Tage Zeit, locker. Meinst du, mit der ganzen Schlaferei zwischendurch? Ja, locker. Wir schlafen doch immer nur so 3, 4, 5 Stunden. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da 24 Stunden am Stück abreißen. Hey, wo ist denn meine Getränkebeutel da? Na, kann man was trinken? Cool. So, nochmal kurz den Arsch wärmen. Ach ja, da stehen sie. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Nee, danke. Es war einmal. Ich hab gesagt, nein, danke. Es war einmal. Ein Held mit einer Vogelmaske. Ja, Korn für Korn.
hat sich das arme Vögelchen ernährt, bis der böse Wolf kam und uns gefressen hat. Komm, gehen wir da. Ja, Geschichten vorlesen kann ich. Nicht. So, ach, in Beutel verschieben. Verstand. Gell? War so spannend. Das war so spannend, dass das Ende so schnell kam. Tja, siehst du mal, wo willst du hin? Hier. Wo ist denn der Fahrstuhl da nach oben? Weiß nicht. Ich glaube, da oben sind wir richtig. Das passt auch mit diesem, mit der Map besser. Naja. Ah ja. So, warte mal, so. Ich muss mich mal buffen. Buffen. Irgendjemand kriegt jetzt gleich einen auf den Sack. Meinst du? Wir. Ja, oder wie? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also kannst du vielleicht mal vorgehen? Du bist doch hier. Ja, Moment, ich. Oh. Weißt du, vor lauter Stress mache ich jetzt einen Scheiß hier. Ich wollte gerne Verbände im Beutelchen haben. So. Ah ja. Hallo. Da ist niemand. Ach, hier ist auch noch ein sicherer Schlafplatz. Und hier ist sogar schon ein Feuerchen für uns. Irgendwie rein. Aber hier ist nichts. Nee? Nee, aber da geht's ja noch so Richtung Westen. Ich seh's. Ich werde mich nur gerade kurz mal einen Tickel aufwärmen. Das ist echt krass, wie kalt es hier ist, ne? Mhm. Nicht, dass du wieder eine Blasenentzündung kriegst, ne? Ja, dann pinkel ich wieder das ganze Zelt voll. Jetzt weißt du, warum das offen ist und nicht geschlossen. Deswegen sind da so Eisstangen drumherum am Morgen. Ja. Das heißt doch, eine Stange in die Ecke stellen. Gut, dass das Zelt keine Ecken hat. So, bei dem weiter. Thema können wir weiter. Gut. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile echt ein Freund von der Spulenlaterne. Ich finde, die macht ein gutes Licht. Also ich würde sagen, meine Kugel leuchtet immer noch am allerkrassesten aus. Ja, das ist richtig. Da kannst du abstehen mit deiner Laterne da. Laterne, Laterne. Ist da schon jemand, oder? Ja. Warte, bevor du nochmal schießt. Ja, du schießt eh im Weg. Deswegen habe ich ja gesagt. Achtung, das zaubert jetzt. Nee, nee, das zaubert sich nur Schutz. Oh, da ist was für dich. Frische Sahne. Das kannst du brauchen, oder? Lecker, lecker. Kann man die essen? Also, ja, man kann die auch für irgendwas noch weiterverwerten, glaube ich. Aber ja, man kann. Oh, da hinten ist auch noch einer. Da hinten links, da unten ist noch einer, ja. Zwei sind. Und die da unten haben sogar zwei Hände, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Soll ich mal versuchen, den einen da rauszupullen, den mit der Lichtkugel? Mhm. Bevor du schießt. Stehst du eh im Weg? Ja, ja, ich stehe extra im Weg, Mann. Weil das doch vor dir sein soll. Man muss nicht immer extra sagen. Danke. Kannst ruhig nochmal schießen. Ja, ja, ich konnte ihn gerade nicht anvisieren. Oh! Dieser Blitz war ja fies. Mhm. Geiles Ding, ne? Mhm. Mir ist kalt.
Danke. Weiß ich schon. Ich gehe mal rein ins Feuerschutz. Da hinten ist auch noch einer. Jupp, dann machen wir es wie gerade eben, oder? Mhm. Was sagst du da schon wieder? Wasser. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, der kommt schon, ne? Ja. Sahne. Oh nein, ich stelle mich mal kurz ans Feuer, weil ich muss mal Sachen aus dem Sack in den Beutel machen, ne? Sozusagen. Ja, ich muss auch hier nochmal umorganisieren. Was bringt die Sahne eigentlich? Ein feines Pulver, das zur Herstellung... Ach so, das ist nur eine Backware, also eine Zutat. Ja. Ich hätte hier... Wieso? Sahne bringt Widerstand gegen Verderbnis? Hä? Ich hab aber... Ach, Mehl habe ich gefunden. Das ist gar keine Sahne. Ah ja, jetzt. Ich hätte hier zweimal Weihrauch-Rezepte. Einmal Monachen-Weihrauch und einmal Cecropia-Weihrauch. Willst du das lernen? Mhm. Weil das ist für Alchemie. Mhm. So, dann werfe ich das mal ab. Uno, due. Gucken, wenn ich die schon kann, gebe ich die zurück. Bereits bekannt, bereits bekannt. So, uno, due. Gut, dann. Schön. Ah, ich kannte eins schon. Aber die Rüstung von denen ist ganz cool, ne? Mhm. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir nicht auch diese Runenrüstung mache, weil ich glaube, die ist ja auch für Zauberer, ne? So mehr oder minder. Für Runenmagier wahrscheinlich, oder? Ja, bin ich doch. Da liegt ein Pfeil am Boden, soll das so sein? Ja. Ich habe einen Wolfsgroßhammer gefunden, der hat 42 Schaden und 39 Wucht. Als Zweihänder allerdings, ne? Okay. Aber du willst ja keine zwei Hände benutzen. Nee, noch finde ich mein Schild eigentlich ganz gut. Du bist schon wieder am Essen. Ich sehe dich immer nur am Essen, hey. So, ich guck mal hier rein. Hab ich schon. Ich kann auch nichts looten hier. Heute werde ich voll ausgelootet. So, jetzt kann ich wieder laufen. Ich kann nur nichts mehr einsammeln. Okay. Geht's da rein? Nö. Ich geh mal da hoch. Oh, Sabotage. Das mache ich, ne? Ah ja, perfekt. Zeit, das Ding zu sabotieren. Du tauschst die Drähte ganz einfach aus. Diese Bombe wurde erfolgreich sabotiert. Sehr gut. Den Schundhaufen kannst du noch ausbauen, wenn du magst. Welchen Schundhaufen denn? Den direkt neben dem Sabotageding. Ah, habe ich nicht gesehen. Sorry. Macht nichts, deswegen sage ich's. Hier, ein paar schwarze Arbeitsstiefel hätte ich für dich. Nee, danke. Nett. Nö. Mal den ganzen Scheiß hier gleich verlegen. So. Gut, dann gucken wir mal darüber, hätte ich gesagt, ob da noch irgendwo ein Bömmchen ist. Ja, hier. Fässchen gibt es hier eine Menge. Wie viele sind denn das eigentlich? Drei, ne? Drei. Bestimmt dann da hinten bei dem mit der Mana-Klinge. Ja. Drei, das stimmt. Ich muss mir mal kurz eine Fackel bauen. Bei mir ist schon wieder so unheimlich kalt. Kann ich mir denn eine Fackel bauen? Ach, ich guck lieber am Feuer, wie ich mir eine Fackel bauen kann. Ja, ich hab eine Fackel, komm her. Gib sie dir einfach. Ich hab dir schnell eine gebastelt. Danke.
von mir, ne? Ja. Tja. Hm? Nur, dass ich jetzt halt kaum noch rennen kann. Wieso? Na, weil er jetzt das Schild und... Wobei, das Schild kann ich... Kann ich das Schild trotzdem nehmen? Nee, dann packt er die Fackel weg. Schade. Ich wärme mich nochmal kurz auf. Ach Mann, das ist ätzend, ey. Man kann doch nicht immer zig Rüstungsteile mitschleppen. Jetzt reg dich mal nicht auf. Hilft doch nichts. Guck mal, die Knarre, die ich habe, ist ja krass, gell? Welche Knarre? Die Knarre, die ich in der Hand habe. So, was da stimmt. Die Toll, ist so halt mit deinem Röckchen verschwunden, deswegen habe ich es schlecht gesehen. Ja, aber witzig. Guck. Den, 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 den. Ja. Okay, genug Spaß. So. Dann buffe ich mich mal, ne? Erstmal buffen wir das. Oh, ich hab mir wieder eine Erkältung. Ich kotz. Sag mal. Ja, ich das auch. Obwohl ich gerade erst noch einen bitteren Gewürztee getrunken habe. Es ist echt heftig. Da stehe ich mit dem Feuer an der Fackel. Mit der Fackel am Feuer, trink Tee und mir ist kalt. Und es geht echt langsam nur bergauf. Tja. Was willst du machen, ne? Echt? Dann sollten wir zusehen, dass wir hier fertig werden. Ja, gib mir noch einen Moment. Ich bin immer noch auf halbem Weg zum... Ja, ja, alles gut, ja, alles gut. Gut. Heidenai. Und dann müssen wir noch in die Stadtmitte, ne? Was, in die Stadtmitte? Mhm. Ist doch alles zu. Was willst du in der Stadtmitte? Nein, ich meinte die nächste Quest. Achso. Oh. Ich hole mal hier noch die Dinger. Kannst du die noch tragen? Klar, warum? Ist ja gar nicht. Ja, ich bin total. Du wusstest, dass es die hier gibt und sagst nichts. Das ist viel schlimmer. Na, hast doch selber Augen im Kopf. Aha. Und du willst nochmal eine Fackel von mir, ne? Hast doch selber Holz und Tuch im Sack. Breiter blauer Hut, ja. Widerstandskälte 6, keine Widerstandskälte. Widerstandskälte, Widerstand 5. Oh, das ist ja... Wow. Also Widerstandskälte habe ich 19 insgesamt. Das ist ja, puh, schäbig, ne? Hä, Raubtierknochen? Geil. Da hat jemand Raubtierknochen verloren. Warst du das? Ja, hast du noch einen Tee gegen Erkältung? Mana-Tee oder einen bitteren Gewürztee? Ja, warum? Okay. Einen habe ich noch und dann ist aber Schicht. Okay. Okay, von mir aus können wir. Jo, okay. Warte, krieg nochmal einen. So, jetzt. Hä, was ist das? Lass mal kurz gucken. Hä, witzig, hier hat jemand eine Falle hingebaut. Okay. Also, eigentlich nicht witzig, aber... Ich nehme mal das Weizen mit, ne? Mhm. Bevor du schießt... Idiot. Oder?
Gut, dass ich hier zum Warten Lagerfeuer gemacht habe. Ich dachte, das freut dich vielleicht. Oh ja. Holen wir gleich den nächsten, oder? Ist da noch einer? Ah ja, da ist noch einer. Ja, können wir machen, warte. Ich habe ihn getroffen, aber es interessiert ihn nicht. Okay. Okay. Ich gehe schnell hin, warte. Hallo, hier sind wir übrigens. Mann, du Blödarsch. Weißt du? Aber der Witz ist, es hat ihm was abgezogen. Naja, ich weiß. Komm, hier ist die Falle. Renn. Inmitten der Lagerfeuer. Ja, ist doch gut, oder? Dass ich hier zwei gemacht habe, dann kann man sich ein bisschen aufwärmen zwischendrin, wenn ich schon so lange brauche. Weißt du? Und ich meine, ich habe eine Erkältung, ich muss voll aufpassen, ey. Meine Rotznase, die läuft und läuft, ey, brutal. Das habe ich aber auch nicht verstanden, dass der nicht herkommt. Ja, weil er schlau ist. Er wusste schon, was passiert. Also, wo soll denn hier bitte der Zünder sein? Ah, in dem Haus vielleicht, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Hebel. Okay. Und da ist auch noch eine Truhe, aber ich kann nichts mehr tragen. In dem Haus? Ja. Nehme ich alles. Was steht denn bei dem Hebel? Ah, interagieren. Hast du es gemacht? Nee, soll ich? Ja, klar. Okay, ich interagiere mal. Und? Tja. Ich habe jetzt nichts feststellen können. Schade. Aber jetzt fehlt uns ja noch. Eins. Ja, das heißt, entweder haben wir es übersehen in dem einen Lager. Müssen wir doch nochmal gucken, ne? Ja, hier sollte man nicht runtergehen. Hungrig bin ich, dann esse ich mal was. Was habe ich denn noch so im Einstecken? Bergmanns Omelett. Oh, ich habe eine Chipati gefunden. Eine krustenlose Fleischpastete mit unzähligen Fleischlagen. Klingt Besitzt lecker. Über die Zeit hervorragende Heilungseigenschaften. Ah ja. Ah, ist immer ein Bergmanns-Omelett, ne? Da weiß ich, was es ist. Was der Bauer nicht kennt, das frisst ja nicht, ne? So, bist du wieder zurückgerannt? Ja, ich bin gerade links an dem Ding vorbei, wo die ganzen Fallen sind, um zu gucken. Mhm. Ich bewege mich gerade von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Din. Wer baut denn hier Fallen hin ohne Ende? Ist auch noch ein Hebel. Du warst wo? Wo? Ich bin auch da lang, wo die Fallen sind. Bin ich auch lang. Da kann man durch ein Gitter gucken und da ist ein Hebel. Aha. Ich finde es übrigens schön, dass... Oh, da ist wieder einer. Wo kommt denn der her? Kann von hier aus nicht geöffnet werden. Da ist ein Tor, was nicht zu öffnen ist von außen. Wo bist denn du? Ah, du bist reingegangen. Ja.
Hast du mich getroffen? Nee. Nee. Wieso hast denn du keinen Helm auf? Ich habe keine... Oh, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Ausdauer gerade gehabt. Das war okay. Bitter. Oh, ich habe Zucker gefunden. Sugar Honey. Ja, okay, dann gibt es hier irgendwo noch einen Knopf. Oh, du bist fast tot, ne? Oh, du bist gerade gestorben. Ja, zu kalt. Danke. Ja, da bist du wieder. Guten Tag. Da habe ich, glaube ich, noch einen Hebel gesehen. nicht da. Da irgendwo rechts. Das heißt, wir haben uns hier nicht richtig umgeguckt. Scheinbar. Mensch, Mensch, Mensch. Nice. Das Ding hier ist schon manipuliert, ne? Ja. Ich muss mal kurz am Feuer stehen. Mhm. Ach so, das war gar kein Hebel, das war diese Bombe. Okay, hä? Warum war die eine Bombe, die konnte ich jetzt nochmal sabotieren? Wieso? Komisch. Damn. Naja, ich sehe aber auch gerade, wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Heidenai. Das heißt, ich würde sagen, wir wärmen uns um zum Lagerfeuer mal auf und hier gab es auch in der Nähe irgendwo einen sicheren Schlafplatz, ne? Ja, stimmt. Bei einem aber anderen wir gucken Feuer. Uns, wir gucken uns hier aber nochmal um, ne, würde ich sagen, in Ruhe. So machen wir das. Gut, dann ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Danke. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Und ja, ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Oh ja, bis gleich. Ciao.